Christi Himmelfahrt ist ein bisschen seltsames Fest, besonders wenn man das Evangelium hört, das ich vorgelesen habe. Der abschließende Satz ist schon merkwürdig. Also sie kehren nach Jerusalem zurück, nachdem Jesus weg ist, und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Sie freuten sich. Sie hatten wirklich Freude, weil Jesus sie verlassen hat. Es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass der Evangelist Lukas auf diese Art und Weise dieses Geschehen beschreibt, weil sonst könnte man sagen, wie man so oft in der Kirche zu sagen pflegt, Christi Himmelfahrt ist ein Mysterium. Und das bedeutet, du sollst nicht weiter fragen, weil ich kann es nicht erklären. Aber ich habe ein bisschen mich durchgearbeitet durch die Texte und habe ein paar Hinweise gefunden, was das mit dieser Himmelfahrt Jesu auf sich haben könnte. Dieser erste Hinweis ist für mich zumindest in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Epheser, wo Paulus schreibt, man muss das finden, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch den berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist, durch sein Wirken und das Wirken seiner Kraft und Stärke. Es geht um die Hoffnung, durch die wir berufen sind. Also es geht um deine und meine Berufung. Das ist das Wichtigste heute. Was hat damit die Himmelfahrt Christi zu tun? Ich glaube zum einen ziemlich viel. Weil es zeigt sich an Christus, was diese Hoffnung und was diese Berufung ist. Wir hoffen darauf, dass wir berufen sind. Das ist, was Paulus schreibt. Das ist etwas, worin man sich auch üben kann, auch wenn du vielleicht dir denkst, nein, das tue ich nicht, jetzt hoffen, dass ich berufen bin. Wenn es dir nicht bewusst ist oder du dich nie dazu so einfach bewusst entschlossen hast, macht's nichts. Das ist etwas, was im christlichen Glauben eingeübt werden kann. Darauf hoffen, dass Gott derjenige ist, der dich und mich ruft. Wie sieht diese Berufung Jesu aus? Es ist ein bisschen komisch, davon zu sagen, dass Jesus eine Berufung hatte. Aber er hatte sie tatsächlich, weil, wie das erste Konzil uns lehrt, also die erste Versammlung von wichtigen Leuten in der Kirche, nicht das, was in der Bibel geschrieben wird, sondern das erste danach, im 4. Jahrhundert, Christus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das ist echt spannend. Stell dir jetzt vor, das, was wir im Evangelium gehört haben. Jesus da irgendwo bei Bethanien, die Jünger um ihn herum. Und jetzt steigt er hinauf in den Himmel. Was denkst du, wie ist Jesus? Wie ist der Sohn Gottes im Himmel? Also ich kann wetten, dass sehr viele sich das so vorstellen, dass Gott sich in diesem Himmel so in ein so geistliches Wesen ein bisschen verwandelt. Weil das ja Gott ist. Ne? So stellt man sich auch normalerweise Gott, außer diesem Mann mit langem weißen Bart. Aber wenn man von diesem Bild ein bisschen wegkommt, zumindest für eine Minute, es ist auch nicht ganz schlecht und falsch, dann stellt man sich Gott als einen Geist. Aber das stimmt nicht so ganz, wenn man über Jesus sprechen möchte und seine Berufung. Weil mit Jesus hat sich Gott zu etwas Revolutionärem entschlossen. Er ist ganz Mensch geworden in Jesus. Und das bedeutet, dass dieser Sohn Gottes, die zweite Person der Dreifaltigkeit, Gott selbst,
einen Leib hat im Himmel. Und das, was ich sage, ist keine Häresie und keine Neuentdeckung. Gott hat einen Leib, ähnlich wie ich und du. Das ist ein bisschen zu weit zu erklären, wie dieser Leib ist, ist auch nicht so wichtig. Aber wichtig ist, sich das nur zu merken, dass mit der Himmelfahrt Jesu Gott diesen menschlichen Leib Jesu auch mit hinaufgenommen hat. Da blieb nicht ein lebloser Körper, sondern alles ging hinauf. Eine nette Geschichte, aber was hat das mit dir und deiner Berufung zu tun? Ich glaube sehr viel. Weil wenn man sich so die Texte durchliest, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Erwartung im Volk Israel und bei vielen, die man auf Jesus bezogen hat, dass es der Christus ist, der Gesalbte, der Messias. Und der Messias, da hat man zwei Dinge sich darunter vorgestellt, oder im Neuen Testament schreibt man einfach Christus, das ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes, der Gesalbte, also erstens einen, der den Römern den Garaus machen wird, also Israel unter römischen Besatzung, alle wollen frei leben, wir warten auf den Messias, der jetzt Ordnung schaffen wird und das Haus Israel wird wieder groß sein, keine Feinde mehr. Und die zweite Erwartung, die eher zutrifft auf Jesus, war, dass mit dem Messias das Ende aller Zeiten kommt. Also damals haben sie sich vorgestellt, die das geglaubt haben, jetzt wird die Welt zu Ende gehen. So ist es mit unseren Vorstellungen, trifft ein bisschen zu, aber nicht ganz. Mit Jesus ist alles neu geworden, es ist anders geworden. Und dieser Messias, wenn man über ihn spricht, das ist Jesus selber, weil das ist der, der die Verheißungen erfüllt und alles neu macht, steigt in den Himmel hinauf. Und wenn man dann diese Texte liest, vor allem das Buch der Offenbarung des Johannes, fällt einem etwas auf. Gott ist echt gewaltig. Also da werden Szenen beschrieben, die unglaublich sind. Also alle Engel fallen vor Gott auf Gesicht und können nicht aufstehen, wenn er vorbeigeht. Muss man sich so vorstellen. So mächtig und gewaltig ist Gott. Und das ist nicht, weil Gott jetzt will, dass sie darunter kommen, sondern also sie fallen selber vor ihm nieder. Die Wesen, die da beschrieben werden, können nur ihm zurufen, heilig, 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 und brabbeln so die ganze Zeit hindurch. Nichts Sinnvolles kann aus ihrem Mund kommen, nur dieses heilig. Und alle sind in Zittern, Ehrfurcht und was weiß ich, welche Gefühle. So ist auch Gott. Gott ist unvorstellbar größer als ich und du. Das ist die Vorstellung des Alten Testamentes. Wenn ich Gott sehe, sterbe ich. Willst du zu seinem Gott hin? Also ich muss sagen, mich reizt es schon ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass es so eine gängige Erwartung ist. Nicht, weil ich etwas mehr weiß von Gott als du. Ich bin einfach so komisch gestrickt, dass mich das reizen würde, so einem Gott auch zu begegnen. Aber mit Jesus hat sich da auch etwas verändert. Weil plötzlich dieser gewaltige Gott, dieser Allmächtige, bekommt einen Leib wie du und ich. Und du weißt es aus deiner eigenen Erfahrung, ich weiß es aus meiner, meine Leiblichkeit setzt mir Grenzen. Also, dass ich einen Leib habe, setzt mir Grenzen. Also ich kann zum Beispiel an zwei Orten nicht gleichzeitig sein. Wird von manchen Heiligen berichtet, aber das sind Wunder.
Das ist nur ein Beispiel. Also stell dir jetzt vor, dieser Gott, dieser unglaublich gewaltige, allmächtige, überwältigende, hat einen Leib. Und du kommst in den Himmel, und dann muss man, wenn man aus dem Lukas-Evangelium das liest, also diese Geschichte über die Himmelfahrt Jesu, sich an eines erinnern, wie Jesus seinen Vater einmal beschreibt, in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dieser Gott im Himmel, der Vater im Himmel, empfängt Jesus mit offenen Armen, weil plötzlich hat Gott Arme. Und er küsst ihn, weil er einen Mund hat. Und Jesus spürt die Wärme seines Vaters, weil er seinen Leib hat. So ist Gott. Warum ich jetzt so viel erzähle von dem, wie Gott ist? Weil das ist meine und deine Berufung, die wichtigste Berufung eines jeden Menschen, sich in die Arme Gottes hineinzubegeben. Solch eines Gottes, der dich umarmen kann, vor dem du eigentlich zitternd zu Staub zerfallen müsstest, aber das nicht tust, weil seine Liebe viel größer ist als die große Allmacht, die da erscheint. So ist Gott, und auf so eine Berufung, diese Berufung, sich in die Arme des Vaters, also Gottes, zu begeben, das darf unsere Hoffnung sein. Und das zeigt uns Jesus unter anderem in seiner Himmelfahrt. Es wird auch berichtet in diesem Evangelium, das ist abschließend, also der griechische Text, also ich kann kein Griechisch, aber ich lese immer Kommentare. Und es ist wichtig, auch hinzuschauen. Wir haben jetzt eine bisschen bessere Übersetzung, die ist ein bisschen wörtlicher. Und es steht hier nicht wie in der alten Übersetzung, dass Jesus in den Himmel hinaufgestiegen ist, sondern er wird vom Vater, vom Gott, emporgehoben. Er wird aufgenommen. Und das bringt das zum Ausdruck, was ich gesagt habe, mit dieser väterlichen Liebe Gottes. Einer, der dich mit offenen Armen empfängt. So ist Gott. Und das ist meine und deine Berufung. Und darauf kannst du deine Hoffnung setzen, dass Gott so einer ist, der dir alles verzeihen wird, der dich liebt wie verrückt und der dich auch gerne bei sich hat. Und deswegen finde ich, dass dieses Fest ein ganz schönes Mysterium ist, aber andererseits diese Freude, die man dabei empfindet, wenn man an Gott so denkt, das ist etwas, was ich heute zum Beispiel spüre. Für mich ist es eine sehr schöne Vision von Gott, die hier uns aufgetischt wird, auf dem Tisch des Wortes. Und so wünsche ich euch, dass ihr Gott so erfahren könnt in eurem Leben, als einen, der mit offenen Armen auf dich wartet, die ganze Zeit. Einer, der dich umarmt, der dich küsst, der dir Wärme gibt und für dich immer da ist.